Patentschrift heißt, es ist eine tragbare Vorrichtung zur Aufnahme und verfremdeten Wiedergabe von Außengeräuschen in der Umgebung einer Person. Könnt ihr euch jetzt alle was vorstellen? Von dem Rucksack, also nicht nur die Klangerkundung, die bewusste, das bewusste Hören durch die Verfremdung, sondern eben auch das Performative der Aktion, also dass man selbst Performer wird und dass die Interaktion mit den Leuten, denen man begegnet, also das ist einfach Teil der Idee auch, dass man auch selbst eigentlich ein Kunstwerk ist, oder, dadurch, dass man sich anders verhält, als man sich normal verhält, eben auch andere Erfahrungen macht, die man normalerweise nicht macht. Vorsicht, Stufe. Das ist so ein Rausch. Ja, genau. Und gibt es den Yoda auch? Nein. Aber die Mickey Maus gibt's. Nein, bleibst die Mickey Maus? Ich weiß nicht. Au. Gefährlich natürlich, wenn man in einer anderen Welt ist, die Autos aber in der einen Welt und man selbst in der anderen, vielleicht beim Überqueren von Straßen am besten auf Null drücken. Also genau. Null ist der Effekt, der neutral ist. Ne? Null. 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 Du bist auf Null. 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 Wir sehen ja eh ein Auto. In echt auch höher spricht? Ja, schon. Nein, es ist schon umgedreht da. Bei diesen Effekten, dass man sie trotzdem, wie man redet, ein bisschen anpasst an das, was der Effekt macht. Anpassen? Ja. Wie meint das? Ja, vorher, wie wir Mickey Mouse gemacht haben, haben wir so kindisch geredet. Das wird man jetzt nicht machen. Außer ja? Wir denken bewusst dran. Ja, jetzt verstehe ich, was man. Hallo, wie geht's dir? Ja, ganz super. Das ist super. Du bist jetzt verschieden. Oh, du hörst mich auch? Ja, ich höre dich. Jeder hört ihn. Und der Darth Vader? Das Sex. Das ist dann so. Das ist schon nochmal tiefer bei dir. Ja, ich habe ja normal nicht so eine tiefe Stimme, aber da geht dann schon was. Du musst. Oh, ein Tor. Ein Tor.
Wahnsinn. Mag wer probieren? Wer will probieren? Man hat so ein wirklich Kindheitsgefühl, weil man eigentlich alles machen kann und alles einem vorkommt wie neu. Also hoffe ich zumindest, dass euch das auch so geht. Mir geht es eigentlich, obwohl ich das Ding in- und auswendig kenne, eigentlich jedes Mal so. Man muss halt irgendwann einfach auch über sich selbst lachen. Das war aber Frau und du hast dann so. Das ist mein Lieblingslied.